It is time for you to go home to Mexico, sir. What are you talking about? This is my home. I have babies right here. Oh, yeah? Let me see that. Die Papers aus dem Fenster geworfen, sehr schön. Es wäre lustig, wenn es nicht welche gibt, die wirklich so drauf wären. Wobei, ich glaube, das ist schon arg übertrieben. Aber es gibt trotzdem ziemliche Deppen auf dem Gebiet. Aber nicht nur in Amerika, das gibt es ja überall, die sogenannten Patrioten. Okay. Und krieg ich dich? Krieg ich dich? Nee, krieg ich nicht. Moment. Dann nehmen wir aber auch den Motorrad mit. So. Ja, shut up. So,
Ja, schön. So. Finanzen und Dienste. Huch. Ja, ich weiß. Finanzen und Dienste. Portfolio. Ach, mit ihm habe ich schon die iFood. Okay. Ja, da hat sich noch nichts getan. Dann schauen wir mal, wie es jetzt bei Michael aussieht. Wenn sich jetzt wieder nichts getan hat, verkaufe ich sie jetzt doch. Weil das ärgert mich jetzt schon so ein bisschen. Aber was soll man machen? Was soll man machen? Jetzt sind sie selbstverständlich wieder gesunken. Natürlich. Hätte ich echt was, also... Moment. Wenn ich jetzt... Ne, pass auf. Jetzt verkaufe ich die nämlich mit Franklin. Habe mit ihm immer noch einen Gewinn gemacht. Und da müssten sie ja eigentlich wieder... wieder was wert sein. Weil... Aktien verhalten sich genau gegensätzlich eines logischen Musters. So. Jetzt die... Auf Boss sagt die Fruit-Aktien. Ansonsten wäre das eine prima Möglichkeit, Geld von einem zum anderen zu... Wenn ich die kaufe, dass die runtergehen, danach mit einem zweiten Char kaufen und dann mit dem ersten wieder verkaufen. Und dann mit dem zweiten wieder verkaufen, dann müsste der da voll Gewinn gemacht haben. Aber nein, 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 nein. Was? Habe ich die jetzt schon ver... Was? Ich blick's echt nicht mehr. Frustriert mich auch gerade ein bisschen. Ich kaufe jetzt Food-Aktien, mach die Mission und gut. Was? Nein, nicht Portfolio-Märkte. Uhr, ja. Wie gesagt, können wir dann ja morgen zocken. Oder heute Nacht, wenn es nicht zu spät ist. Nee, den Anfang solltest du sowieso erstmal alleine machen, weil da ziemlich viele Missionen sind, die dir erstmal das Spiel erklären und so. Okay, kaufen. So. Jetzt mit Franklin die Mission machen. Sommerferien sind was Geiles, wa? Lester. Z.
Zeit, Geld zu verdienen. Und er sieht schon wieder so komisch aus. Naja, was soll's. Das ist dann das Schöne im Online, da hat man seinen eigenen Char, den kann man richtig geil ausstaffieren mit den ganzen Klamotten und dann bleiben die aber auch. War mal Hannover, wann habt ihr, bis wann gehen eure Sommerferien? Weil Nürnberg ist ja Bayern, das heißt, unsere Sommerferien gehen, glaube ich, mit am längsten. Oder nicht am längsten, aber fangen halt am spätesten an und gehen dann halt bis September, Mitte September. Das hatten wir früher immer im Forum, wo Pai und ich uns kennengelernt haben, waren die Treffen im Sommer, besonders halt so gemeinsames Camping und so schwer auszumachen, weil die Bayern immer erst dann Sommerferien anfangen haben, wenn alle anderen sie schon wieder zu Ende haben. Oder die meisten halt. Aber wie lange gehen die dann bei dir mal so rein? Interesse halber? Huch. Und ich oute mich jetzt mal als totaler Kacknoob, aber Hannover ist es. Oh Gott. Jetzt blamier ich mich wahrscheinlich total, aber ist es nicht Hessen? Nee. Doch, nee. Baden-Württemberg? Nee. Ganz falsch, oder? Sag mal kurz an, welches Bundesland und wie lange deine Sommerferien gehen. Beobachte die Prostituierte. Also von, ja, 6 Wochen klar, aber von wann bis wann? Also bis wann hast du jetzt noch Sommerferien? Alles gut. Ach, Niedersachsen, okay. Siehst du mal. Ja, alles nördlich von Hof ist Preußen. Na, los. Dann mache ich das doch ganz anders. Pass auf, dann parke ich hier.